Wir sind dabei! Herzlich willkommen bei White Gorilla. Ja, wir sind hier bei der Burgruine Rammstein, nicht bei der Band Rammstein. Die wäre auch cool. Alles klar, wir sind ja nicht bei der Band Rammstein, sondern bei der Burgruine im Baselbiet, oberhalb von Brezviel. Wenn du mit dem Auto kommst, kannst du auch mit dem Postauto kommen, steigst du unten bei Brezviel aus, das Auto kannst du beim Schulhaus parkieren, gehst wieder runter auf die Hauptstraße und von dort kannst du dem Wanderweg folgen nach Rammstein. Mit einem N, nicht mit zwei. Ist auch nicht die Militärbase von USA. Ja. Hier wunderschön im Baselbiet, auch das Wetter spielt mit. Und hier werde ich ja zwei Gorilla-Goldtaler verstecken. Aber nochmals, du kommst von unten hoch, hast 30 Minuten, bis du hier bist. Und dann geht es in diese Richtung, von dieser Bank geht es dort durch. Es heißt, Betreten des Grundstücks auf eigene Gefahr. Seid vorsichtig, es geht runter und es ist wirklich nur eine Ruine. Und jetzt geht's los! Okay, hier geht's durch. Dann geht's hier durch. Hat ein bisschen Dornen. Ein bisschen aufpassen, hier geht's nach unten. So. Ja, ich selbst war auch noch nie da. Wirklich nur noch wenig Überreste. Die Sage sagt, dass die Basler die Burg zerstört haben, weil die Rammsteiner einen Basler Bürger entführt haben. Da verstehen die Basler keinen Spaß. Und es ist wirklich nicht mal viel übrig geblieben, aber gut gewählt. Ihr seht hier den Ausblick, geniale Felsen, da geht es hier entlang. Und irgendwo hier oben werdet ihr zwei Gorilla-Goldtaler finden können. Aber bitte nehmt nur einen mit, wenn ihr beide habt, damit andere Gorilla-Gänger auch noch ihren Spaß haben. Und wenn du Glück hast, findest du hier auch eine Ziffer. So, das müsste eigentlich die Burg gewesen sein hier, der Innenhof. Vermutlich dieser Fels hier genutzt. Und dann geht es hier durch. Das ist der einfachste Weg, habe ich vorhin gesehen. Und es hat hier vorne einfach noch ein bisschen Mauerresten. Wahnsinnig, was die hier hochgeschleppt haben. Auch geniale Aussicht hier. Ein schönes Mäuerchen. Und dann geht's hier hoch. Wir treffen uns oben. Okay, wir sind jetzt hier oben. Ist wunderbar gewählt hier. Die Ruine Rammstein. Ich gebe euch mal einen Surroundblick. Zeige euch mal, wie das aussieht hier. So, auch das Wetter ist ideal. Es hat hier auch eine Feuerstelle. So sieht das hier aus. Und irgendwo hier, werde ich eben dieses Gorilla-Gold verstecken. Ich weiß ja nicht, ob die wasserdicht sind, sind sie schon, aber ich weiß nicht, ob sie rosten. Deshalb werde ich das in einen Ballon stecken. So, mach das hier so rein. Zeige ich das mal so. In einen grünen Ballon, dann geht das hier so rein und dann, oh, jetzt ist der kaputt, aber das macht ja nichts. Ich mache den einfach weiter rein, so, ist das sicher wasserdicht, hier weg. Und da hier oben mache ich noch einen Knoten und dann gehen wir schauen, wohin wir den verstecken. Und du kannst ihn holen, wenn du der Erste bist, hat sogar ein bisschen Luft drin und der Zweite, der wird auch noch versteckt mit dem Büchlein. Und jetzt geht's los, ich suche ein gutes Versteck. So, und jetzt geht's los mit meiner eingepackten Gorilla-Münze irgendwo hier oben. Und los geht's! Da ist der beste Weg hoch! Dann so, muss man ein bisschen vorsichtig sein hier, kann rutschig sein. Hier hat es noch alte Stufen. Wow! Oh, ist das schön hier oben. Oh, und hier unten. Ja. Nein, Fighter 7, was machst denn du hier? Hilfe, Hilfe, ich bin hier runtergefallen. Ich habe eine gute Idee. Fighter 7
Ich werde dich befreien, wenn du mir die Münze versteckst. Machst du das? Ja, kann ich machen. Hey, so ein gutes Versteck. Dort hat es eine Ritze. Mach's mir dort in die Ritze rein. Warte, ich schicke dir die Münze nach unten. Hopp, hast du gefangen? Gut, hast du sie? Ich hab sie. Okay, und jetzt mach sie dort in die Ritze rein. Das ist ein gutes Versteck. Hier? Okay, Waldgorilla, wenn du mich befreist, dann werde ich diese Münze verstecken. Hier habt ihr ein DDT. Dann geht ihr fast 180 Grad und dann kann man es gut hier reinstecken. Und der Erste wird genau hier, wird er die Münze finden. Aber jetzt hol mich raus, Waldgorilla. Okay, du hast sie gut versteckt. Ich werde Fighter 7 The Knight jetzt befreien. Ah, wie bist du nur hier reingefallen? Ich bin gestört. Einfach runtergefallen. Okay, ich gebe dir die Hand. Aber ganz vorsichtig. Okay, ich helfe dir jetzt raus. Ich halte mich hier. Gib mir die Hand. So. Okay, ich zieh dich einfach hoch. Ja, das geht sehr gut. Danke dir, Waldgorilla. Wir haben Fighter 7 gerettet und hier unten hat er die Münze gut im grünen Ballon versteckt. Holst du das Gorilla-Gold? Okay, jetzt geht es um den zweiten Gorilla-Goldtaler. Wir haben den Ritter erfolgreich befreit, das war ja Fighter 7. Ihr wisst ja aus dem Vorfilm, wie das Spiel funktioniert, sonst könnt ihr das hier oben nachschauen. Ihr braucht immer eine Schaufel, eine kleine reicht, und eine Rolle Schnur. Jetzt habe ich die schon befestigt, wie ihr seht, ich habe vier Bäume, weil es geht auch beim Short Gorilla Trail darum, dass ihr zwei Schnüre so spannt und genau in der Mitte kommt eben der Schatz hin. Und der Schatz ist hier im Blech, damit ihr mit der Schaufel nicht das Gorilla Büchlein kaputt macht. Das hier ist dann drin. Hier steht Burg Rammstein. Ihr könnt euch hier einloggen. Das kommt dann hier so rein. Bitte versorgt das auch wieder ganz genau gleich. Auch das hier oben sollte ganz gut verschlossen sein. Hier könnt ihr einfach euren YouTube-Namen und das Datum reinschreiben. Und der Erste kann sich das Gorilla-Gold nehmen. Vielleicht, wenn du Glück hast, ist hier eine Ziffer drin für das Endspiel. Aber ihr wisst ja, es gibt 6 Burgen und nur 4 Ziffern. Kommt das so rein hier, so. Schön verschlossen, so. Das kommt so darüber. Möglichst die Hülle nicht verletzen, weil die ist wasserdicht. So. Und dann ist wichtig, wenn ihr die Schnüre spannt, hier von dieser, das wird eine Buche sein, genau von der Mitte hier kommt das so nach vorne und dann geht es alles der Schnur entlang. Jetzt habe ich die andere Schnur schon gespannt, hier. Da seht ihr, hier trifft sich das. Ich zeige euch jetzt die vier Bäume. Dann geht ihr der Schnur entlang und nehmt hier hinten ist das da einfach diesen Baum mit dieser gefurchten Rinde. Und hier auch wieder wichtig, dass der nicht irgendwie so oder so, sondern immer genau in der Mitte des Baumstammes. Das war der zweite Baum. Und dann der dritte Baum ist hier hinten. Geht ein bisschen runter. Auch schön in der Mitte kommt die Schnur. Und der letzte Baum. Das ist genau wieder wie, das ist dann diese Buche hier. Ganz genau. Genau hier. Und die treffen sich dann genau hier. Und genau hier, wo sich diese Schnüre treffen, genau hier liegt dann ein Gorilla-Gold und eben das Büchlein zum Einlocken. Ich zeige euch noch einen Surroundblick aus 2 Meter Höhe. Und denkt dran, wir haben Frühling, das heißt, es hat noch ganz wenig Blätter. Okay, ich zeige euch jetzt einen Surroundblick von genau über dem Fadenkreuz auf etwa 2 Meter Höhe. Das ist gegen Mittag hier. Das ist hier die Buche. Hinten haben wir den Fighter 7 befreit.
hier trifft sich das. Habe ich ein bisschen präpariert, dieses Moos. Könnt ihr wieder drauflegen. Dann stecht ihr hier rein, sollte locker sein. So. Das zur Seite ein bisschen geschützt noch, schön nach unten. Jetzt ist das nämlich alles frisch hier, deshalb wieder das Moos drauf. Und wenn ihr es ganz gut macht, wäre super, streut ihr rundherum ein bisschen trockenes Zeugs und hält es nicht auf. Trockenes Material noch rundherum, damit man die feuchte Erde nicht sieht. Sind alle 6 Short Gorilla Trails hier bei YouTube hochgeladen, kannst du je 2 Burgen auf einer Karte oder im Geoportal verbinden. Wenn sich ein gleichschenkliges Dreieck bildet, in dem ein Dorf Platz hat, dann hast du die Linien zwischen den Burgen richtig gewählt. Im Dreieck liegt ein Schweizer Dorf und 2 Bäche. Das Endspiel zu den 6 Gorilla Trails beginnt beim Dreieck, in dem sich die beiden Bäche treffen. Holst du dir das Gorilla Gold des Endspiels? Und für den Notfall ist hier noch die Ziffer oder eine Niete.